Jetzt kommt zu einem weiteren Kanonen-Let's-Build. Heute wollen wir eine neue Public Lupf-MG. Also in dem letzten haben wir schon die Höhenstein-MG gebaut. Die hatte genau 42 TNT. Das heißt, die haben wir zweimal einmal und das sind 480. Und dazu will ich jetzt noch einmal, damit ihr dazu noch eine Lupf-MG habt, und die wird 120 TNT haben. 10 Schuss, 6 Treib, 6 Projektile. Und dann würde ich sagen, kann es losgehen. Das dürfte jetzt. Ich will einfach nur. Hat man nämlich dazu. Die mit 4 breit natürlich. Hat man nämlich, kann man schön in die Mitte eine Lupf-MG einbauen und außen 2 Höhenstein-MGs, und das ist schon ziemlich krass für MGs. 34 war es, glaube ich. Also erstmal, wie ich immer anfange, erstmal so den Boden. Genau, das ist 35. Dann rufen wir jetzt eins nach hinten und dann fangen wir auch an. So. Also diese Lupf-MG soll halt ziemlich weit unten treffen. Hier hinten kommt die Glocke hin. Die Glocke passt da nicht hin, ist mir gerade aufgefallen. GG. So, oder? So, 1, 2, 4. Ne, es passt leider nicht hin, schade. Dann machen wir die Glocke eben hier an die Seite. So. Hier. Da ist die Fackel. Dann ist hier später der Anschalter. Der Anschalter wird jetzt einfach hier draußen dran gesetzt. Den muss man wieder draußen dran setzen, wenn man das da reinpastet. So. Und es geht 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nee, 12, dann sind es 13, 14, 15, so. Das sind dann genau 20 Ticks, also und dann mal die Fackel, also 40 Ticks. So, ich bin wieder da, weil es wird mich gerade eine SFA triportiert, die ich glaube ich nicht unbedingt public stellen soll. Aber das ist eine andere Sache, okay. Und dann machen wir weiter, also hier ist die Glock. So. Dann kommen hier schon die Treibladung, also das Teil wird 10 Schuss haben, habe ich ja schon gesagt. Es werden Zuglagen, yay, ein Zug. Okay. So, das ist 49, so. Also, das wird echt nicht schwer, das zu bauen, so, so. Und dann, was nämlich aus, steuern wir das gleich hier mit an, und das hier mit, das heißt, dann müssen wir keine extra Ansteuerung oder so machen, also. Außer, es wird direkt hier mit angesteuert. Genau, dann kommen. Ich muss noch eins nach oben liegen, sorry. So, 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 so. 2. Move 1, nice. So, dann. Stack mir jetzt noch eins nach unten. Also, nur damit ich das Wasser noch reinbauen kann. Ja, Stack, sowas. Genau, da kommt. Hier ist Wasser rein, hier kommen die Säulen rein, so. Wasser. Nochmal Zäune. Wo sind sie? Druckplatten. Das soll ja unten treffen. Und mit 6 Teil kann man auch nicht so gut oben treffen. Oder doch, kann man schon eigentlich, aber ist jetzt egal. So. So. Haarsteps brauchen wir. So und so. Hier so. Den Lauf haben wir natürlich später erst. Ja, das kommt. Nee, so nicht. So. So, dann kommt hier an die Seite die Blöcke zum Powern der Projektile. Nee, 6 Ladung wollen wir ja nur haben. Hat ja vollkommen aus. 6 Projektile, was rede ich da eigentlich die ganze Zeit? So. Müssen wir das hier mal einzustellen, auch damit der Sand nicht reinfallen würde. Wäre der dann hochgeschoben wird, so. Das, ja, sehr gut. Das ist eigentlich schon fertig, muss nur noch die angestellt werden, die Pistons hier oben. Habe ich aber schon gesetzt, ja, habe ich schon, sehr gut. So, dann sind die fertig. Wie hier mit schön aussieht, so. Ne, hier nicht hin, hier. Ich schaue mir die am dümmsten an, natürlich von der Seite, weil ihr seht von unten, hier kommt ja der Sand noch hin. So. Genau, und dann mache ich jetzt nochmal einen Cut und, also, ja genau, mache ich jetzt einen Cut bis gleich. Hier haben wir jetzt schon die Projektile verkabelt und hier kommt dann später der Sand hin. Und dann verkabeln wir jetzt auch schon mal das Delay. Das dürfte jetzt auch kein Problem sein. Einfach. Also verkabeln wir das mal hier so rüber. Also hier können wir dann so das Delay einstellen. Und dann können wir hier einfach, das ist eigentlich auch kein Problem, können wir einfach eine Leitung hoch verlegen. Die geht hier dran. Und ihr seht, also es wird dann von hier von den... Okay, ich erkläre es kurz auf den Tabletten, wird dann hier ein Signal hochgeleitet und hier ist dann das Delay, wo das dann reingeschoben wird. Und das kann man schon mal ein bisschen hoch machen. So, ein bisschen Panzerung ist immer gut. 3 reichen oder so, machen wir gleich nochmal eins mehr. Hier nochmal einen Tick, aber ich glaube 4 von dem Computer dürften erstmal reichen. So, dann, wir haben 10 Schuss, also je 3 hoch, also 10 mal 3 sind 30. Und dann nochmal, weil ein Schuss braucht den Pisten, deswegen 3 weg, also 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mein Handy hat mir die 21, 22, 23, 24, 26, 27. So, jetzt wir nochmal nach. Passt. Sehr gut. Da muss man halt da noch eine... Da könnt ihr dann noch gerne eine Computer bauen, wenn ihr es verwenden wollt. So. 27 hoch. Nice. So, können wir mal ein bisschen Aufgaben verteilen. So. So, dann... Machen wir mal hier das Labs dran. Okay, und dann... Kopieren wir es dann nochmal. Also hier kommt ja doch immer meine noch ein bisschen besser. Oder ohne Probleme noch einen Shot dran bauen. Hier schießt es dann raus. Ich weiß nicht, wie hoch schießt, deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal weg. Na, schauen wir mal RG Info. TNT ist an, okay. So, Position 2. Hier müssen wir. Wie ist das Timer? 120 TNT, nice. Und dann schießen wir schon mal nochmal 4, 8, 12, 16, nee, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, ja, es kommt hin. Oh, es fällt. Bisschen ist oh. So, dann machen wir erstmal hier das Lapsen, damit das hier das nicht zündet. So. Ja, man muss natürlich später richtig... Oh, ey, bin ich eigentlich inkompetent? So. Also hier wird nicht so gezündet. Okay, ausgetan ist noch. Kopieren wir das Teil nochmal. Und placen nochmal. Dann schauen wir jetzt. Diese Decks sind echt nicht mehr schön. Das ist unfair. Was sonst? Ja, eben die Farbladung. Hier doch das, der Rest wird auf jeden Fall funktionieren. Ist ja nicht mehr das schwerste Punkt, die Lupf-MG zu bauen. Aber hat 120 TNT. So, am Place haben wir. Nehmen wir uns hier an. Ist der erste Schritt gezählt. Treibladung kommen und Feuer. Treffen da. Klar, wenn ich schon ein paar Schuss da, aber ich will erstmal gucken, ob es funktioniert. Da muss dann auch ein schöner Lauf dran. Halt übelst. Das bleibt nämlich einfach hängen, sieht es. Ich glaube, das wird auch sehen. Deswegen uns wenn mir runterfällt, okay. Das ändern wir gleich. Ne, okay, das ist ja nicht sehr gut. So, okay, jetzt ist das nächste. Wir wollen jetzt einfach nochmal einen Lauf dran. Das dürfte den Schaden auch schon mal ziemlich gut tun. Und dann auch gleich nochmal ein bisschen weniger Delay. Wir haben jetzt gerade 4 voll Repeater. So. Machen wir mal einen weg. Ich das dann nochmal. Der hat mir runtergestellt, ein bisschen. Oh ja, das ist schon mal deutlich besser. Also hier oben trifft das dann. ist doch deutlich besser schon als davor. Also so 25, 26 bin ich ja schon zufrieden, das ist ja schon kein Runkel. Es ist halt auch nur eine, ist halt auch nur Punkt, wie heißt? Hat halt nur 10 Schuss. Wenn ich sie nur 4-mal bomben würde, könnte ich halt auch 8 Projektile nehmen, was deutlich praktischer wäre, aber ist egal. So, das war's dann. Ja, das war's. Und jetzt kann noch ein Schuss, okay, Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 tief, okay. Aber ich habe noch eine Idee, wie man das ein bisschen ändern könnte. Vielleicht nochmal ein Tick mehr. Das probiere ich nochmal. Aber wie gesagt, wenn man sich so überlegt, SF, wie heißt eine, die meisten 8 SFAs haben auch nur 10 Schuss mit 10 Projektilen. Die haben meist noch Projektile und da kommt man auch nochmal ein Stückchen tiefer, aber ich finde noch 2, 3 Projektile würde ich auch schon gern kommen. Die sind eigentlich noch ausgewählt. Wieso mache ich das nochmal? Egal. So, wir probieren das dann nochmal. Oh, schon an natürlich. Das muss man sehr, weil was ich sagen muss, für solche Kanone braucht man auch keinen Signalverkürzer, was eigentlich auch ziemlich praktisch ist. Jetzt nochmal replacen. Nee, weil ist ja, also für den SFA brauche ich mir auf jeden Fall einen Signalverkürzer, aber hier ist es kein Problem. Ihr seht ja, der Sand immer noch genug Zeit zum Nachrutschen. Und schau mal, vielleicht kommen wir jetzt mal tief, hoffe ich mal einfach. Oh ne, das sah irgendwie ein bisschen buggy aus, das ist aber nicht. So, nee, jetzt fahren wir uns schon rein. Das sind echt schon sehr viele, die Kanonen sogar nicht schlecht, aber ja. Also natürlich könnt ihr auch nicht, ihr könnt nur sozusagen nochmal 2 Schüsse mehr dran bauen. Das ist schon gewesen, da kommt doch einer. Nein, das war's. Der Schaden sieht ein bisschen besser aus. 1, also nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 16, 17, 28. Also ich finde, das ist komplett okay. Also 7 Blöcke dürfen noch stehen, außer ich habe mich komplett verzählt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke. Okay, ich habe mich verzählt, aber egal. 10 Blöcke sind dann 26 tief. Ich finde, das ist eigentlich ganz okay. Ich kann sagen, tiefer kommt man unbedingt auch mit so einem Teil nicht. Und ihr seht hier, da ist schon eigentlich alles weg und hier nach unten, hier stehen noch wie viel? 1, 2, 3, 6 Blöcke, da steht eigentlich auch kein, wahrscheinlich auch keine Kanone mehr, man wird auch mittlere mitgekillt, deswegen finde ich das auch gar nicht so schlecht. Und dann panzern wir das Teil gerade auch nochmal. Ne, weil ich zähle auch mal nicht mit Voltage aus, damit ich das hier noch im Clipboard habe. So. Der hier wird natürlich wieder weg, war ja klar. Panzer ist jetzt nicht so schwer. Weil man darf halt nicht, also man darf halt bei dieser Kanone nicht vergessen, es ist halt nur 120 TNT. Und das ist halt ziemlich wenig. Das heißt, ihr könntet theoretisch 5 Stück davon nebeneinander einmal. Mit 5 Stück nebeneinander ist der Gegner unten. Falls er unten keine MGs hat, ist er unten eigentlich sowas von weg, kann ich einfach sagen. Es ist egal, ob man 5 MGs oder 5 SFAs, da SFAs sind schneller, aber trotzdem. Die machen auch nicht mehr Schaden unbedingt, deswegen ist das schon ziemlich OP, 5 Dinger davon unten zu haben. Klar, gegen One-Hits richten die weniger aus, aber trotzdem. So. Also, ihr seht, da kann man gerade so durchlaufen. Auf jeden Fall, also da ist halt total schwer reinzuschießen, aber wenn man den in den Wall geht, ist es ziemlich praktisch. Und dann schauen wir mal hier so, damit man das noch ganz möglich auswählen kann. Ab 40, 40 ist so, ich meine, nein. Wie wär's mit 30? Genau, und schon unten. So, hier mit Höhe, Position 1, Position 2 und so also Copy, und das ist dann schon Shem Safe. Titan Place unterstrich Public Lupf-MG, das ist dann schon die Lupf-MG V. Warte, ich muss kurz mal dort überlegen, also die erste war im ersten 100 Abo, die anderen 2, 3, 4, 3. Das ist dann die Public Lupf-MG V5 unterstrich N. Klick für ungefähr 500 Sterne, stimmt. Also diese Kanone bekommt ihr natürlich auch unten zum Download. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Teil natürlich auch noch einen Shot dran bauen. Also falls ich die mal irgendwann in den Wall hier einbauen werde, würde ich das auch machen, genauso wie bei der Hirnstrand gehen. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also wie heißt, ihr könnt die Kanone natürlich gerne benutzen, downloaden und halt auch mitbauen, wenn ihr zum Beispiel kein World Edit habt, obwohl das eigentlich ziemlich dumm wäre, aber ist ja egal. Also trotzdem, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da und ein Abo. Also ciao, bis zum nächsten Mal.